Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Mega. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker. Mit euren Ninjashi Tendo spielen wir wieder wunderschöne Event. Level spielen wir heute und ich mache jetzt das Lied kaputt. Geht doch, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Mit mir, eurem Ninjashi Tendo, wie ihr an dieser wunderschönen Gesangsstimme entnehmen konntet. So, Super Mario Maker, ich will spielen. Danke, danke, so Level aus der Welt. Meine Damen und Herren, wir haben ja genug Event-Levels. Und deshalb ist es mal wieder Zeit, die Event-Levels abzuklappern. Neue Mitteilungen. Wunderbar, Event-Levels sind erschienen, das freut mich. Also, wir haben heute die Event-Levels, ja, genau. Wir haben einmal Sean, Maulwurf, Schabernack und die Sea Sirens gegen Blooper. Und wir lassen uns einfach ein bisschen Zeit, wir haben ja Zeit heute. Wir machen es einfach mal ganz gemütlich, ganz rundig, ruhig und schauen wir mal. Wir fangen erstmal an mit Sean's Maulwurf, Schabernack. Kein geringerer als... upsala. Nochmal bitte. Kein geringerer als... Hartmanns weltberühmter Schaunderstab stand Pate für diesen Level, Marios für diesen Level. Marios ganzes Geschick ist gefragt, um den gewieften Fallen einer ganzen Meute von Monty-Maulwürfen auszuweichen. Nur wenn du den Level schaffst, bekommst du die locker flockige Schaunderstab-Belohnung. Copyright Hartmanns Animations Limited 2016. Juhu. Heißt das Hartmann? Ich glaube, das heißt Hartmann. Ich würde mal behaupten, ja. Also meine Damen und Herren, Super Mario Maker trifft Schaunderstab. Los, ja komm, los geht es. So, ey, mein erstes Level. Nochmal ein bisschen Sound hier aufdrehen auf den Ohren. Wunderbar. Schauen's, Maulwurf, Schabernack. Boop, Bouncies, wir haben Bouncies. Bouncies. Oh, hier ist sogar ein A-Knopf abgebildet. Ah. Das Interessante ist diesmal, es ist mal ein Event-Level, welches, jetzt haltet euch mal fest, mal einen anderen Stil benutzt als nur den alten. Ich meine, hier gibt es zwar auch ein Kostüm zu holen, welches wir später bekommen. Ich komme da nicht hoch, warum nicht? Aber es ist endlich mal ein anderes Stil. Komme ich da überhaupt hoch? Komm überhaupt nicht. Das ist doch doof. Ey, mobb mir nicht. Dankeschön. Hm. Nee. Oder müsste man eigentlich hochkommen irgendwie? Ne? Also ich möchte da ganz gerne irgendwie hoch. Weiß aber nicht wie. Gibt's hier unten eigentlich irgendwas? Nein. Okay. Oh, den Controller mal ein bisschen weiter unten halten, damit man nicht die ganze Zeit die Tastengeräusche hört. Oh, ist glaube ich nicht so schlimm. Da weiß man immer, was man drückt, ne? Ach, komm schon. Ach, Mann. Möchte nur gucken, was da oben ist? Ne, möchte ich doch gar nicht. Ja, dankeschön. Aha, hier ist was. Eine Röhre. Eine hängende Röhre. Oh, eine interessante Idee, so als Hängebrücke. Und hier haben wir einmal schon das Schaf drin. Bäh, was meint der mit Bäh? Ich meine ja, ne, genau. Ah ja, da ist der Peace Village. Ich wollte schon sagen, wo der Peace Village ist. Ui. Oh, Bouncy ist online, die Sterne sind mal gefallen. Ich hab einen. Ich hab gar keinen. Pff, was laber ich. Oh. So, dann gehen wir wieder raus. Na gut. Schau, tschüss, schau. Ich hab die ein bisschen kaputt gemacht. Sean. Ich hab die mit dem kaputt gemacht, sollte aber okay sein. Ich weiß, Sean hat Schaf. Also ich kenne da jetzt nicht so viele Folgen von. Oder habe ich da. Gibt es überhaupt Folgen? Ist das eine Serie oder ist das ein Film? Ich weiß, es gibt einen Film. Ich glaube, es gab auch eine Serie dazu. Aber da wüsste ich jetzt nicht so viel. Ich weiß, es gab irgendwie so ein ganz dickes Schaf. Und halt Sean. Ah, ne, der mit Bäh. Da war ja ein anderes Schäfchen. jo. Naja, ist egal. Wir gehen einfach mal ganz gemütlich hier durch. Guck mal, hier ist ein schönes Gesicht. Süß. Oh, Trampolin. Hi. Hä? Okay. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, ich muss da oben lang. So, hier kann ich auch noch lang. Kann ich den besiegen, genau. Jetzt könnte ich mir das Leben holen. Ich gucke, was holen wir uns einfach mal. Wir haben ja die Zeit, ne? Guck mal hier, wunderbar. Ah, genau. Dom, dom, sonst hier auf die Bouncies. Bouncy, Bouncy. Wunderbar. Und wir kriegen einen P-Switch. Und den dürfen wir jetzt hier unten verwenden. Und, oh, wow, wow. Oh, ich bin so doof. Was habe ich denn da gemacht? Ich dachte erst, ich würde zerdrückt werden von der Kanone. Und das habe ich mir schon drauf eingestellt. Aber nein, der Monty, der hat mich besiegt. Ist das nicht toll? Ja, finde ich auch sehr toll. Also wir möchten oben lang, ne? Genau. Oben. Oben wird man dich loben. So, hier wieder P-Switch. Genau, zack. Jetzt kommt der Monty. Der wird zerstört. Den nehme ich mit. Kann ich gar nicht, weil ein anderer Stil ist. Schade. Okay. LOL.
Achso, okay, kriegt man nochmal 9. Das war jetzt doof gewesen. Oh, das war. Wow, wie hab ich das denn gemacht? Dann würde ich gerne nochmal machen. Krieg ich da nochmal hin? Ja, das war cool. Also nicht ganz, aber ich bin oben. Ein diese P-Switch, vielen Dank. Nein. Also nochmal hier so, dann so. So, jetzt kann er da unten irgendwie, da die Trampolin. Ach, kann er ja gar nicht mehr. Jetzt ist er ja kaputt. Was sind denn dann die Wolken da? Man weiß es nicht. Darum kommt ein Maulwurf raus. Den möchte ich gar nicht. Ich möchte ganz gerne mal einen großen Pilz haben. Ein großer Pilz wäre ganz nett. Ein großer Pilz krieg ich nicht. Oh, ist jetzt eine Höhle? Okay, Partyhöhle. Und ein Leben. Juhu. Ein Leben. Und die da unten auch Party. Juhu, Party. Und dann der einzelne Gumba da, weißt du? Ja, Außenseiter wieder. Gut, dann gehen wir durch die Tür durch. Und dann machen wir hier oben weiter. Jo. Nein. Boah, war knapp. Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Habt ihr das gesehen? Das war richtig knapp. So. Okay. Da ist ein Beetle. Hi, Beetle. Euer Pilz. Nein, nicht der. Nein, bitte. Nein. Nein. Ja, danke. Okay. Oh, da kommt ganz viel Maulwurf raus. Die mag ich nicht. So, jetzt gehe ich nochmal hier hoch. Ey, nicht bouncen. Doch bouncen. Danke. Na. Oh. Nee, 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 nee. Ja, von mir aus so. Ja, komm. Komm schon, bouncy. Bouncy. Danke. Bouncy. Danke. So. Wir gehen mal hier lang. Müssen wir auch. Juhu. Wow. Danke. Danke. Liebe Artman Studios. Okay, hier geht's weiter. Es gibt ja noch mal ein paar Bouncies. Aber ein paar böse Bouncies, die auch nicht süß aussehen. Das sind Bouncies. Das sind süße Bouncies. So, dann können wir da einmal hinmachen. Und da sammeln wir, glaube ich, noch Münzen ein. Ja, gut. Oder kommt da noch was Spannendes raus? Aber interessant, dass der nicht alle Blöcke abgeht. Okay. Na gut, hätte ja sein können. Nein. Oh, ich hab's doch fast gehabt. Oh Mann, oh. Oh nee, nicht mal, nicht Monty. Ach, Monty. Wow. Wow, ja, wow, danke. Danke, Montys. Jetzt habe ich Angst. Um mein Leben. Nein, 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 nein. Ah, bitte, jetzt bleib mal hier stehen. Dankeschön. Nein, das möchte ich doch gar nicht. Wie mache ich das denn? Hey, warte mal. Ich glaube doch so, ne? Ja, doch, ich glaube so irgendwie rüber gehen. Ach, komm schon. Wow. Das hat richtig was gebracht. Nein, ja, Mann, ich wollte doch drehen. Kriegen wir das jetzt mal hier bitte hin? Das wäre voll toll. Dankeschön. Hier, P-Switch. P-Switch, dankeschön. Wie soll ich... Ach, jetzt macht der Dings das ja kaputt. Das ist ja cool. So, hat er auch geschafft. Ja, ist hier noch ein Watt. Aha, ein Pilz. Wunderbar. Level ist lang, muss man sagen. Außer ich ziehe es ein bisschen in die Länge. Kann auch sein. Möchte ich ja eigentlich auch ein bisschen, ne? Weil wir haben ja nicht so viele heute. So viele Levels. Okay, da geht's nicht weiter. Also, hier, ach, das ist ein Stop-Motion hier, ne? Hier. Ne, ich glaube, das ist ein Dings-Level. Da haben wir einmal kurz den Tune gehört von Schauner Schaf. Und der Bounce, die mobbt mich. Finde ich nicht. Ach, du große Neune. Was haben wir jetzt hier los? So, danke, 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 danke. So. Ah, Pilz ist nett. Bowser. Wo ist ein Bowser? Wo ist denn der Bowser? Da ist kein Bowser. Okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Einfach nach oben? Ah ja, den da oben, glaube ich, kaputt machen. So, zack. Er dürfte gerade ein bisschen Arbeit erledigen. Genau. Mama ist kaputt da. Nehmen wir mal weiter. Jetzt habe ich den angehalten, seinen Zyklus, ne? Aber ich glaube, das war nicht so schlimm. Genau. Was steht da jetzt? Bah! Ja, bah! Schön. Dann sind wir hier und da ist ja Ende. Wunderbar. Was steht da noch? Bah! Wie ein Schaf halt immer so macht. Bah! Sehr schön. Das war ein wunderschönes Level. Wunderschönes Event-Levelchen. Level beendet. Chance, Maulwurf, Schabernack. Und wir kriegen damit auch Schauner Schaf. Guck mal, wir haben irgendwie haben die da schon wieder ein bisschen Platz gelassen. Warum auch immer. Das ist irgendwie komisch manchmal. Obwohl, da können vielleicht noch Amiibos sein, die da kommen. Ja, das kann vielleicht sein. Alles klar. Okay, dann machen wir weiter mit Sea Sirens gegen Blooper. Alle Meldungen aus dem Täter.
Allmeldung aus dem Tintenfischforschungslabor. Die Sea Sirens wurden in der Welt von Super Mario Maker gesichtet und die Tintenfische dort empfangen sie nicht sehr freundlich. Aber Aioli und Limone werden ihnen schon zeigen, dass sie sich nicht herumschubsen lassen. Mögen die spritzigeren Tintenfische gewinnen. Genau, Leute, wer nämlich am meisten abspritzt, der gewinnt. So ist es. Das wollte uns Nintendo gerade damit sagen. Das ist schön, ne? Finde ich gut. Alles klar. Die Sea Sirens gegen Blooper. Wir haben zwei Turns zur Auswahl. Wir sind im Retro-Style Super Mario Maker. Ach, Super Mario Maker. Das ist schon Super Mario Bros. 1. Wir gehen mal hier rein. Okay. Und dann gucken wir mal, was uns hier alles erwartet. Da oben ist bestimmt einer drin. Genau, ein Amiibo. Bleib hier. Da. Nein, bleib hier. Dankeschön, wir sind Aioli. Nee, Limone. Weiß ich nicht. Ich kenne die deutschen Namen nicht. Ich kenne O'Kelly und Mary. Ich glaube, das ist. Ich sag mal Aioli ist das, glaube ich. Linke. Yeah. Das ist nämlich Kelly im Englischen, genau. Das ist mal wieder ein schönes Liedchen. So, wir sind ein kleiner Tintenfisch. Die mögen uns nicht. Kann ich verstehen. Wir sind halt lila, ne? Das ist halt Rassismus unter Tintenfischen. Was erwartet man da groß, ne? Das ist immer das Gleiche. Egal, wo man ist, immer wieder jetzt Rassismus. Nee. Hallöchen. Ich bin nur pink. Lass mich pink sein. Hallo, pink ist das neuere Weiß. Das ist voll geil. Danke. Ich nehme aber Gamestone auf. Naja, ich nehme Gamestone aus. Dachte gerade, ich nehme keinen Gamestone aus. Gut, es gibt hier zwei Wege in dem Level. Das ist cool. Heißt, dann können wir gleich noch den nächsten abgehen. Jetzt steht hier, ach, das ist ein Tintenfisch. Das ist ja cool gemacht. Cool. Ein kleiner Tintenfisch. Okay, hier nochmal ein bisschen. Hui. Hier. Da oben ist ein böser Blooper. Können wir ja auf die raufspringen? Das weiß ich gar nicht mehr. Das möchte ich jetzt mal nicht austesten. Ich meine aber ja. Komm, wir testen es mal aus. Doch, kann ich. Alles klar. Dankeschön, Blooper. Danke, dass du sterben musstest. Oh, eine Wolke kriege ich mal. Alter Schwede. Hab ich auch noch gar nicht gesehen mit einer Wolke. Dass man mal so eine Wolke bekommt, die man auch richtig mal benutzen kann. Oh, hier ist schon Ende. Was steht hier noch? Ach, da ist hier das Symbol von der einen Marke. Cool. Sehr schön. Und damit haben wir auch hier die Sea Sirens. Weg 1 beendet. Jawohl. So hören sich Gewinner an. So, aber wir haben noch einen rechten Weg und den werden wir jetzt auch mal gehen. Wir kriegen von Splatoon Aioli. Aioli. Gut, wir gehen jetzt, weil ich war auch erst links gegangen, meine ich, ne? Ja, klar. Ja, das ist heute nichts. So. Hallöchen, danke. So. Gut, dann bekommen wir hier natürlich das Pardon dazu, nämlich Limone. Quick Quack, genau, so machst du. Gut, gehen wir mal rein. Und wieder ein grüner Tintenfisch. Und die Weißen mögen den einfach. Die wollen einfach farblos bleiben, die Weißen. Ne? Das merkt man einfach. Das ist einfach. Ach ja, immer das Gleiche. So, Hallöchen. Nein, oh nein, jetzt bin ich ja wieder Mario. Das ist aber langweilig. Was ist denn hier noch hinten? Gar nichts. Münzen. Münzen waren schon mal spannender gewesen. Und jetzt schreibt mich, glaube ich, der Tintenfisch da ein bisschen. Könnt ihr mal da bitte weggehen? Komm schon. Oh mein Gott, war knapp. Eieieiei. So, hier einmal ein bisschen eine neue Limone für mich. Dankeschön. Hier haben wir einen Tintenfisch. Okay, ich glaube, jetzt ist wieder der gleiche Weg, ne? Trotzdem gehen wir jetzt nochmal kurz zu Ende. Machen wir kurz ein bisschen Speedrun hier durch. Da. So. So, wunderbar. Da hoch, hier hoch, guckt euch mal diesen Speedrun an, Leute. Oh, schade. Das war aber so ein Speedrun. Liebes wäre die Wolke. 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 Dankeschön. Kleine süße Wolke. Oh, die bist so süß. Oh. Hui. Komm mal, Looping. Hui, mit der Wolke. Voll süß, die Wolke. Ich mag die Wolke. Komm mal, Looping. Hui. Kann ich eigentlich daneben? Ich kann tatsächlich hier hinterfallen. Ach, hier sind auch schon die Triggers. Das ist ja lustig. Alles klar. Und damit haben wir auch die Sea Sirens gegen die Bloopers erledigt. Und ich würde behaupten, die Sea Sirens haben überlebt. Schön. Gut. Damit haben wir Aioli und Limone. Sehr, sehr schön. Alles klar, Leute. Wir sind mit den zwei Level-Levels durch. Es gibt jetzt wieder keine neuen mehr. Ich meine, es dauert ja auch ein bisschen, bis welche hinzugefügt werden. Ich meine, das hier
auch schon wieder ein paar Wochen alt hier und das ist halt erst gerade heute neu hinzugekommen hier am 8.7. Ja, 7. Und ja, ne? Gut, Leute. Dann würde ich mal vorstellen, was ist hier von diesem Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe, es ist wieder mit Super Mario Maker und bis dann. Sei schau, euer Ninja Nintendo. Ciao.